Ja, bis 2 Kilo Rinderrippen habe ich vom Fleisch von der Koch bekommen und ich werde zwischen den Knochen, schaut euch diese Marmorierung, diesen Knochen, werde den Fettdeckel oben nicht wegschneiden, sondern nur anschneiden. 3 Zwiebeln, 3 Paprikas, halben Rotkohl, Knoblauch, es muss alles klein geschnitten werden. Hier kommt der eckige Dutch Oven von Santos, der passt hier wunderbar rein. Und die Rippchen kommen mit der Fettseite einfach auf den Boden. Wir brauchen kein zusätzliches Öl. Perfekte Form vom Dutch Oven. So schauen die Rippchen aus. Von allen 4 Seiten werden die angebraten. Was ich beim Anbraten zusätzlich mache, das ganze Salzen. Die Rippchen kommen erstmal wieder raus. Und genau in dieses Fett voller Geschmack kommen unsere Zwiebeln und Knoblauch. Im Garten hatten wir Bohnenkraut, Thymian, Rosmarin. Nach ein paar Minuten Rotkohl, Paprika dazugeben. Würzen mit Salz und Pfeffer. Und ca. 10 Minuten schmoren lassen, damit das Ganze einfach zusammenfällt. Wenn das so aussieht, kommt da 300 ml Barbecue-Soße, ca. 50 ml Sojasoße. Ich werde ganz einfach Wasser nehmen und zwar genau 1 Liter. Kommen da einfach die Rippchen wieder rein. Drüber ein bisschen was von den Rotkohlzwiebeln, Deckel drauf. Und jetzt verteilen wir die Briketts. Die meiste Hitze zum 2/3 sollte jetzt von oben kommen. Nach 1,5 Stunden sind die Rippchen fertig. Können die einfach vom Knochen runterschieben. Und für Fleisch brauche ich keine Gabel, Messer, nichts. Geschmack pur, Sojasauce, ein bisschen Barbecue, das tolle Fleisch, mehr braucht man nicht.